Es gibt Filme, die guckt man einmal und dann vergisst man sie nach 10 Minuten wieder, wie zum Beispiel die Marvel-Filme. Es gibt auch Filme, die guckt man das erste Mal und findet die richtig gut und dann guckt man ihn ein zweites und ein drittes Mal und merkt, nee, das war doch nichts und die Filme werden mit jedem Mal gucken schlechter. Und es gibt Filme, die guckt man erstes Mal und denkt, oh, das hat aber was und dann guckt man ihn ein zweites, drittes, viertes, fünfte Mal und die Filme werden immer besser. Einer dieser Filme ist LA Confidential von Curtis Hanson. Film mit drei Hauptdarstellern, der den Film aus drei verschiedenen Perspektiven erzählt. Geht das? Ja, das geht, wenn man sich eine Buchvorlage von James Ellroy nimmt, die als unverfilmbar gilt und die dann verfilmt, wenn man Curtis Hanson heißt und das Drehbuch zusammen mit Brian Helgeland schreibt. Ed Exley, gespielt vom gnadenlos unterschätzten Guy Pearce, ist frisch von der Polizeischule und hält sich zu 1000% an die Regeln. Er verpfeift einen Kollegen und wird daraufhin befördert. Bud White, gespielt von Russell Crowe, ist ein abgestumpfter Zyniker. Wenn es sein muss, prügelt er einem Verdächtigen schon mal windelweich, um einen Fall zu lösen. Allerdings reagiert er allergisch auf Gewalt gegen Frauen. Jack Vincennes, gespielt von Kevin Spacey, ist ein Schleimbeutel der schlimmsten Sorte und steht gerne im Rampenlicht. Er ist nicht nur Polizist, sondern auch Berater bei der TV-Krimiserie Badge of Honor. Er versorgt außerdem den Reporter von einem Klatschblatt mit Informationen. Gleich der erste Fall von Exley hat es in sich. In dem Night Owl Café in der Innenstadt hat es ein Gemetzel gegeben. 5 Tote, allesamt erschossen mit Schrotflinte. Es werden 3 verdächtige Schwarze festgenommen vorerst, denen gelingt dann aber die Flucht. Exley spürt sie auf, er schießt alle 3 und bekommt dafür einen Orden. Der Fall scheint gelöst. Oder nicht? Exley, White und Vincennes stochern separat weiter in dem Fall rum und kommen auf Ungereimtheiten. Wurden die Opfer wirklich von den 3 Schwarzen erschossen? Oder hat vielleicht noch jemand anders seine Finger im Spiel? In LA Confidential sehen wir nicht das LA, das wir von Postkarten kennen. Ironischerweise fängt der Film genau mit einem solchen Postkartenmotiv an. Nein, dieses LA ist versifft, dreckig, voller korrupter Polizisten, Prostituierten, Pimps und sonstigen bösen Purchen. Polizisten arbeiten ja teilweise mit Verbrechern zusammen oder, wie im Falle von Jack Vincennes, zumindest mit Klatschreportern. Die 3 Cops, die diesen Fall lösen wollen, also die vermeintlichen Helden des Films, sind allesamt auch nicht sauber. Selbst der so idealistische Exley verliert im Laufe des Films mehrmals seine Unschuld. Was an dem Film bemerkenswert ist, das sind die 3 Cops, die diese 3 Polizisten spielen. Kevin Spacey war noch der bekannteste, das war aber noch vor American Beauty, das war vor House of Cards und vor... nun ja... Internet und Social Media. Guy Pearce war ein unbekannter Typ aus Australien, den keine Sau kannte. Russell Crowe war ein unbekannter Typ aus Neuseeland, den keine Sau kannte. Das war noch vor Master and Commander oder Gladiator oder A Beautiful Mind. Das war gerade mal ein Kerl, der in Hollywood Schneller als der Tod gedreht hatte, der kein Erfolg war, und Virtuosity gedreht hatte, der auch kein Erfolg war. Aber gerade in diesem Film funktioniert er als darstellerische Urgewalt und empfiehlt sich damit für höhere Sachen, wie zum Beispiel Gladiator. Genau darum wollte Curtis Hanson diese 3 eher unbekannten Hauptdarsteller haben, weil der Zuschauer mit ihm kein Image verbindet, weil der Zuschauer also nicht erwarten kann, was er von dem Schauspieler in der jeweiligen Rolle zu erwarten hat. Dazu kommt noch die grandiose Arbeit von Kameramann Dante Spinotti, der auch schon Heat mit Michael Mann gemacht hat, auch einer der besten Filme der 90er. Also der Film fühlt sich wirklich an wie in den 50ern gedreht. Das coole Drehbuch wirklich bis in die Nebenrollen erstklassig besetzt. Kim Basinger bekam dann später einen Oscar als beste Nebendarstellerin. Man sieht in einer Mini-Nebenrolle den ganz, ganz jungen Simon Baker, der ja später als Mentalist berühmt werden sollte. All das, all diese Zutaten, die machen den Film einzigartig und die erwecken die 50er Jahre von L.A. sozusagen zum Leben. Am Ende gibt es noch in diesem abgelegenen Hotel eine richtig geile Schießerei. Nein, die kann vielleicht nicht mit John Woo oder den Ballerorgien von John Wick mithalten. Ich finde die aber trotzdem sehr gut gemacht, weil die so effektiv und weil die so schnörkellos ist. Zudem gibt es keine Filmmusik. Also mich nervt das teilweise, wenn die Filmmusik so...
mir sagen soll, wie ich mich zu fühlen habe. Nein, das ist einfach nur nüchtern, Schuss in Deckung, ein Schussloch hier, das ist richtig geil gemacht. Wenn Filmstudenten wissen wollen, wie man coole Filme dreht, so dreht man coole Filme. Wenn Leute, die Schauspieler werden, wissen wollen, wie man harte Schale, weicher Kern spielt, dann guckt euch Russell Crowe an, so spielt man das. Wenn ihr wissen wollt, wie man einen Schleimbeutel spielt, fragt Kevin Spacey. Wenn ihr wissen wollt, warum Guy Pearce immer noch kein Superstar ist, ja, dann müsst ihr Hollywood fragen. Wenn ihr wissen wollt, wie der Film ausgeht, da dürft ihr mich nicht fragen, denn den müsst ihr schon selbst gucken. Und den kann ich euch wirklich ans Herz legen. Also für einen der besten und coolsten und lässigsten Filme, die die letzten 30 Jahre gemacht wurden, gibt es unterm Strich 5 von 5 Pomadenfrisuren und eine halbe Schrotflinte. Ihr müsst euch ja nicht gleich die Doppel-Special-DVD-Edition kaufen. Also den Film gibt es früher oder später wahrscheinlich auf Netflix. Ich nehme mal an, der läuft auch aktuell schon auf Optimus Prime. Amazon Prime. Und wie ich gesehen habe, den gibt es sogar auf YouTube zu kaufen und zu leihen. Aber ich werde diesen Film, der über 20 Jahre alt ist, auch noch in 20 Jahren gucken. Insofern, ja, habe ich die Kohle rausgehauen. Vielen Dank fürs Reinklicken, Bewerten, Kommentieren, Teilen. Bleibt zu Hause, bleibt gesund. Viel Spaß beim Gucken von Alle Confidential und bis zum nächsten Mal.